Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Heute möchte ich dir ganz große, stabile, tolle, einfache Fliegenpilze zeigen aus und von meinem Betonrezept. Die gehen wirklich einfach, die machen Spaß, sie sind winterfest für viele Jahre. Das ganze Jahr draußen zu lassen oder für deine Tischdeko in verschiedenen Größen Upcycling zu machen mit Upcycling-Material. Tipps und Tricks gibt es natürlich auch. Und auch so ein Fantasy-Pilz und noch viele, viele mehr findest du in meinem Kanal. Wirklich alle ganz einfach gemacht, mit wenig Material. Vieles kannst du von zu Hause benutzen. Und auch das Gesteck, was du da siehst, das gibt's bei mir. Und dann würde ich sagen, genug geredet, fangen wir einfach mal an. Und ich zeige dir, wie leicht das geht und was für einen Spaß es auch macht. Zur Vorbereitung für die Stiele, man kann es aber auch als Beine nehmen für kleine Tische oder Sessel oder Stühlchen, Hockerchen, habe ich jetzt solche Kunststoffgetränkeflaschen, ob Saft oder eine Milch, ganz egal. Und als Tipp mal, wenn man es wenn man Beton einfüllt und will nachher den Beton ordentlich rausnehmen, und will dann erst die Flasche aufschneiden, aufreißen, ist es sehr, sehr schwierig. Man hat meistens dann da, wo man es aufmacht, mit dem Cutter vielleicht die Flasche aufschneiden und so, immer einen Streifen im Beton, das sieht man, denn das ist unschön. Ich schneide meine Flaschen grundsätzlich vorher auf, klebe sie mit einem dicken Käser wieder flächig zu. Und dann kann ich die ganz einfach aufmachen und verletze den Beton nicht, weil meistens wird er ja gar nicht ausgehärtet, weil er ja keine Luft bekommt. Dann muss er früher raus und dann ist er noch an der Oberfläche weich und dann sieht man die Zerstörung. Ich benutze einfach eine große Küchenschere dazu. Oben den Rand nehme ich die Gartenschere und dann kann ich das prima aufschneiden. Das ist jetzt meine Grundlage. Dazu habe ich noch große Schrauben, muss man nicht. Man kann es auch nachher zusammenfügen mit Fliesenkleber, Silikonkleber, was man hat. Ich mache aber trotzdem ganz gerne noch diese Schrauben hinein. Ich zeige dann wie. So, und das ist die Grundlage jetzt erstmal. Hier habe ich noch ein Tablett. Das habe ich mit Frischhaltefolie umwickelt und darauf stelle ich meine Flaschen, damit die in Ruhe trocknen können und ich kann sie dann auch wegstellen und habe eine saubere Unterlage. Das ist wichtig. Unten drunter, vielleicht schon gesehen, ist ein bisschen was, weil ich habe diese Figuren gemacht. Und das Video ist auch in meinem Kanal. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu den Flaschen. Und jetzt zeige ich das Rezept dazu, das Betonrezept. Zum Rezept für unseren Beton, Flüssigbeton. Ich nehme immer eine Dose als Maß. Das sind jetzt 500 Milliliter. Und zwar habe ich da zwei Dosen. Zement drin, ganz normalen Bauzement. Kostet 25 Kilo, 3 Euro ungefähr. Und dann zwei Dosen normalen Sand. Ich nehme ganz gerne Sandkastensand. Der ist günstig, der ist schön fein, der schmiert nicht. Und ich kann gut transportieren und günstig dazu ist er auch noch. Das ist jetzt in einem Eimerchen. Ihr könnt eine alte Schüssel nehmen, egal was ihr habt. Am besten mit einem Einweghandschuh gut miteinander vermengen, den Sand und den Zement. Das ist das Allerwichtigste, sonst gibt es Klümpchen. Aufpassen, der Zementstaub ist gefährlich für Augen, der verätzt. Und da bitte eine Schutzbrille tragen, Kinder wegschicken. Wenn es dann flüssig ist, sieht es wieder anders aus. So, jetzt machen wir ungefähr 1,5 Dosen Wasser hinein. Das muss ungefähr so sein. Von der Konsistenz. Ihr müsst das immer ausprobieren. Ist es zu dick, noch ein bisschen Wasser hinein. Ist es zu dünn, einfach noch mal ein bisschen Sand und Zement in der gleichen Mischung, das heißt 1:1 hinzugeben. Es ist unterschiedlich mit dem Wasser, weil es kommt drauf den Sand drauf an. Mancher Sand braucht mehr, mancher weniger. Der zieht dann das Wasser anders. Wir brauchen ihn flüssig. Wir wollen es ja in die Flaschen füllen. Wenn ihr habt einen alten Trichter, ihr könnt auch eine Saftflasche mit einem ganz schmalen Hals oder
Wenn ihr aus Kunststoff habt, so eine Bierflasche nehmen und schneidet den Boden weg, dann habt ihr prima Trichter. Oder ihr nehmt einen aus der Küche, das ist so ein altes Gefäß mit einer Zotte, das nehme ich ganz gerne und dann kann man es rauslaufen lassen. Gut vermengen und dann kippt man es einfach in die Kunststoffflaschen. Ich fülle es jetzt dann noch um in den Trichter, weil der kleiner ist. Das reicht mir vom Volumen dann nicht zum Vermengen und das ist ganz wichtig. So, das muss so eine schöne zähflüssige, aber flüssige Pampe sein, die wirklich gut läuft. Das ist das Allerwichtigste dabei. So, und ich fülle es jetzt um in die Schüssel mit Zotte, den Trichter, und dann kommt es ab in die Flaschen. So, und jetzt füllen wir vorsichtig die Flaschen mit. Wenn es nicht gut läuft, einfach noch mal ein bisschen Wasser dazugeben. Füllen und wenn die Flasche voll ist, nochmal gut schütteln, klopfen auf den Boden, die ganze Flasche, damit die Luftbläschen herauskommen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Wie gesagt, die Flaschen befüllen und dann zeige ich nochmal, was ich mit dem Klopfen meine. So, die Flaschen sind jetzt befüllt. Ihr seht, durch die Frischhaltefolien, was daneben gegangen ist, kann man es gut wieder entsorgen, braucht man nicht viel putzen. Und wenn die jetzt befüllt sind, so ein bisschen klopfen, weil dann kommen die Luftblasen raus, dann wird der Beton einfach schöner. So, man kann das jetzt so trocknen lassen und dann mit Fliesenkleber, Silikonkleber ankleben. Mir als Sicherheit dann immer wichtig, dass ich ein Verbindungsteil habe. Die werden sowieso als erstes gemacht, müssen aushärten und dann kann man erst weitermachen. Und jetzt müsst ihr euren Beton mal beobachten. Wenn der anfängt fest zu werden, kommen die Schrauben hinein, das Köpfchen nach unten, dass sie noch auf jeden Fall das Gewinde, also etwa 4-5 mm vom Gewinde in den Beton hinein, alles andere nach außen stehend. Und so soll es dann trocknen. Man kann dann zur Stabilisierung nochmal rechts und links, damit die nicht kippen, Zahnstocher hinlegen oder Streichholz oder so, was man hat. Schaschlik-Spieß. Der Tag ist weit vorgeschritten. Und dann haben wir ein Verbindungsteil mit den Schrauben, was prima hält. Und dann heißt bestimmt 2 Tage jetzt erstmal trocknen lassen und dann wird weitergearbeitet. So habe ich jetzt nochmal in dem flüssigeren Beton die Schrauben festgemacht. Man kann sie mit Ästchen oder Streichhölzern probieren, ein bisschen Draht drumherum, dann rutschen die nicht rein. Und so härtet das dann aus. Und dann kann man es prima benutzen und befestigen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal so 2 Tage trocknen lassen und dann an der Naht aufmachen vorsichtig und fertig trocknen lassen. So, jetzt lösen wir den Beton aus den Flaschen. Weil er ja eingeschnitten ist, geht das ziemlich einfach. Einen habe ich ja schon rausgemacht. Wenn es so noch ein paar Unebenheiten gibt, nochmal schleifen, gerade mit so einem Schleifböckchen. Die müssen jetzt noch fertig trocknen, wenn sie drin, draußen sind. Die Schraube zum Verbinden sitzt bombig. So, und jetzt hole ich die anderen raus. Dazu einfach das Tesa abziehen, richtig die Flasche aufziehen. Und wenn wir da vorher die Flasche nicht eingeschnitten haben, das ist wirklich ein Kampf und ein Krampf. Und dann verkratzt sich alles. Das ist schon so ein bisschen mühsam, aber viel besser. Auch so kann auch mal eine kleine Naht entstehen, aber die macht man dann nach hinten, kann man noch ein bisschen abschleifen. Und du siehst, wie toll das auch glänzt mit dieser Betonmischung. Warum glänzt nicht hier? Es ist eine andere Flasche gewesen und vor allen Dingen habe ich es wesentlich früher rausgetan, weil ich den Unterschied mal zeigen wollte. Wenn es dann weiter in der Luft trocknet, wird es so matt und mit solchen Flaschen wird es richtig glänzend wie Glas bald. So, alle Flaschen sind jetzt gelöst und durch die Schraube, die wir drin haben, verbindet sich das prima mit unserem Oberteil. Wenn man keine Schraube drin hat, kann man es auch jetzt noch einsetzen.
Oder man sagt, ich warte, bis es fertig ist, dann löse ich es aus der Schale und verklebe es mit Silikon. Oder prima, geht auch Fliesenkleber zusammen. Ich mache es jetzt so, was ich noch vergessen habe zu sagen, was sind das eigentlich für Schalen? Das sind die Oberteile von kleinen Kuppeltorten. Die hebe ich mir immer ganz gern auf, weil wenn ich es jetzt wirklich nicht schaffe zu backen, ihr wisst, ich habe auch ganz viele Blitzrezepte für überraschende Gäste da. Aber ab und zu habe ich auch die kleinen Torten da. Und allein schon wegen der Haube, ich finde die so toll. Da kann man ganz toll mit betonieren. So, und jetzt, es muss angezogen sein. Es muss schon fester sein, noch ein bisschen flüssig. Jetzt machen wir das einfach rein. Ist es nämlich nicht angezogen, kippt das Ganze. Und das wollen wir ja nicht. So, bei mir ist es noch zu weich. Man sieht, es kippt. Also wieder raus. So, nochmal ein bisschen wackeln, dass es wieder einheitlich läuft. Dass es kein Loch gibt. Und dann warte ich nochmal eine halbe Stunde. Oder sagen wir mal 20 Minuten vielleicht. Ich habe ein bisschen viel Wasser erwischt. Das setzt sich ab, das trocknet aber noch weg. Das ist gar kein Problem. Und dann werden die Unterteile einfach hineingesteckt. Und dann muss es wirklich nochmal 2, 3 Tage trocknen. Und dann vorsichtig aus der Form lösen. Das geht easy. Wir haben ja gut eingeölt. Wer jetzt nicht so lange warten möchte, kann er einfach mal so ein Brennholz nehmen, rechts und links dran gestellt. Das hält dann auch das Unterteil, aber dann wirklich die nächsten 2, 3 Stunden nicht bewegen oder gleich an dem Ort, wo es trocknen soll, hinstellen und dann geht das auch bombig. Die Haube hält es aus, es verbindet sich jetzt und dann trocknen lassen. So, der Pilz ist jetzt gut durchgetrocknet, die Stützen kommen weg. Und dann nehme ich den immer und klopfe so leicht ein bisschen auf den Tisch. Deswegen wackelt die Kamera jetzt so. So, und dann einfach ein bisschen wackeln. Und dann rutscht er raus. Das geht wirklich mit den Schalen prima. Und schon ist er fertig. Steht bombig, ist richtig fest, ist wetterfest, sturmfest, weil er ein ganz tolles Gewicht hat. Und so sehen jetzt erstmal meine drei Pilze in Betonfarben aus. Die müssen natürlich noch mal ein bisschen trocknen, aber das kann man jetzt ruhig schon draußen hinstellen, wenn ihr es als Deko für draußen nimmt. Das trocknet auch so noch weg. Und dann werden die wesentlich heller. Oder man gestaltet sie dann farblich. Zur Gestaltung mit Farbe nehme ich am liebsten Acrylfarben. Ich nehme nicht Palette oder ihr könnt auch einen alten Teller nehmen, Plastikschüsselchen, was ihr habt. Und dann nehme ich am liebsten so zwei, drei Rottöne. Man kann es auch mit einem machen. Dazu habe ich zum Verteilen keinen Pinsel, sondern einfach vom Küchenschwamm so ein Stückchen, das ist jetzt schon öfters benutzt, und eine kleine Dose mit Wasser, weil der Schwamm muss dann feucht sein. Und dann mache ich mir so drei Tupfen hier rein. Oder wie gesagt, auf dem Tellerchen, ein Becherchen. Egal, was man zu Hause hat. Nimm den Schwamm, der ist jetzt nur feucht, drück den gut aus. Dann mache ich meine Farbe drauf. So tupfe ich da rein und dann mache ich nur die Oberfläche zum Fliegenpilz. Wisch mir das. Unten drunter und den Stiel lasse ich so, weil das, wenn das getrocknet ist, ist es sowieso fast weiß. Und ich mag es nicht rein weiß anmalen. Ein Handschuh ist zum Empfehlen und dann mache ich den erstmal rot, dann lasse ich ihn gut trocknen und dann kommen wir zu den Tupfen. Einen meiner Pilze möchte ich jetzt auch noch natürlich braun, die Kappe gestalten. Dazu nehme ich am liebsten einfache Acrylfarben, eins in braun und dann nehmt ein Tellerchen oder ein Schüsselchen, Plastikgefäß,
jetzt vom Quark oder im Joghurt oder so irgendwas. Und dann gebt ihr erstmal einen großen Klecks von der Braun hinein. Und dann finde ich ganz schön noch ein bisschen mit dem Gold oder Seidenmatt, was man so hat, dass so ein bisschen Leben reinkommt, nicht einheitlich braun. Zum Auftragen nehme ich am liebsten einfach ein Stück von einem Küchenschwamm, der ist jetzt schon öfters benutzt. Der ist dann nur feucht und dann kann man es prima auftragen. Ich gestalte jetzt nur die Kappe des Pilzes, weil ich das andere in dieser Betonoptik viel schöner finde. Also den Schwamm, das Stückchen, ich habe den gevierteilt. Das ist einfach so ein Küchenschwamm zum Aufwaschen. Die weiche Seite, die harte, da kann ich ganz gut hinfassen und kann es festhalten. Der ist jetzt feucht, dann gehe ich in beide Farben hinein und dann wische ich mir nur die Kappe. So, das geht viel besser als mit einem Pinsel. Kostet nichts, den benutze ich ganz oft. Schön auswaschen und dann kann man es wieder benutzen. Gold noch reinbringen oder Seitenmatt. Da gestalte ich ganz viele Sachen für draußen und für drinnen. Da male ich auch meine Acrylbilder mit. Acrylfarben sind nicht teuer, gibt es in allen möglichen Größen. Von den Tuben her, wer viel macht, kann sich die günstigeren großen kaufen. Und wer das nur selten braucht, dann lieber die kleineren, weil dann trocknen die auch nicht so ein. So, und dann gestalte ich das fertig. Das gibt wirklich eine schöne Farbe. Und dann ist auch dieser Pilz fertig, muss dann nur noch trocknen. Man muss auch keinen Lack noch drüber hingeben oder so. Man kann es, wenn man es gern glänzend haben will, nach dem Trocknen noch einen Sprühlack drüber hin. Aber es hält auch so. Ich habe Pilze schon 2, 3 Jahre im Garten und die Farbe hält. So, ich wische noch schön die Ecken aus. Mach dann noch mal ein bisschen Gold dazu und wische es noch als Streifen drüber hin. Jetzt, wo der komplett schon mal braun ist, der Pilz, und dann gebe ich solche Streifen noch mal. Dann gestalte ich ihn fertig, lass ihn gut trocknen und dann kommt er zur Deko. Die Kappe des Pilzes ist jetzt gut getrocknet. Und jetzt möchte ich noch die weißen Tupfen aufbringen bei dem Fliegenpilz. Dazu nehme ich ganz gern weiße Spachtelmasse. Die ist aus dem Discounter. Die nehme ich wirklich gern. Du kannst aber auch wahnsinnig gern weiße Acrylfarbe nehmen oder Fassadenfarbe, was du noch zu Hause hast. Auch so ein Klecks wieder auf die Palette, aufs Tellerchen oder was du so hast. Und dann nehme ich gerne so ein Abschminkpad bei den großen Pilzen. Und knick mir den, das ist einfach ein Abschminkpad, und knick mir den so. So. Bei kleinen Pilzen würde ich ein Wattestäbchen nehmen oder ein Streichholz und ein bisschen Watte drumherum machen, an der Spitze so rullern. Das geht auch prima. Weniger mit dem Pinsel. Ich mache es lieber so. Und dann nehme ich ein bisschen Farbe auf und tupfe mir meine Tupfen da drauf. Ganz wild versetzt. Und so gestalte ich jetzt den Fliegenpilz fertig. Und so ist jetzt der Pilz fertig. Wie gesagt, ich mag es nicht, um den Stiel und die Unterseite noch anzumalen. Vielleicht siehst du es anders, dann auch weiß gemacht. Mir gefällt es in Betonfarben besser. Aber kreativ sein, immer so machen, wie man es selber am besten findet. Bei mir vielleicht nur die Ideen holen, aber dann selber der Fantasie ist, sind keine Grenzen gesetzt und selber loslegen. Und so sind jetzt die tollen, großen, schweren, ganz einfachen Betonpilze fertig. Für die Deko im ganzen Jahr, mal gestaltet in Naturbraun, Beton und als Fliegenpilz. Daneben habe ich dann noch ein Gesteck gemacht, auch Upcycling aus meinem Betonrezept. Vielleicht interessiert dich auch das. Darüber findest du auch ein Video bei mir. Und dann wünsche ich dir eine wundervolle kreative Zeit.
Schau gerne wieder rein. Über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Das Neueste auf Insta, Facebook findest du mich auch. Und dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Sei schön kreativ, genieß dein Leben. Alles Liebe. Tschüss.